Ich gehe jeden zweiten Tag zur Chorprobe. Ich kann jetzt kochen. Fast. Wir essen jeden Tag zusammen, die Kinder und ich. Und Arbeit. Sie bemüht sich und schickt Bewerbungen, aber es ist halt nicht so leicht, so ohne Diplom. Gut. Sehr gut. Aber heute wollen wir mal über dich reden, Nana. Über mich? Über deine Zukunft. Ich habe mich mit der Berufsberatung der Gemeinde kurzgeschlossen. Und die schlagen dir eine Lehre im pflegerisch-erzieherischen Bereich oder in der Hauswirtschaft vor. Du hast die Erfahrung im Haushalt und mit Kindern. Möglich wäre auch eine... Kapitänin. Hast du gerade Kapitänin gesagt? Nein, sie hat Domina in einem Sadomaso-Studio gesagt und sie haben Kapitänin verstanden. Kapitänin ist ein ganz normaler Beruf und eine ganz normale Ausbildung. Ich habe das Gefühl, dass der Begriff normal in eurer Familie ein sehr dehnbarer ist. Schon möglich. Schau, Nana, es ist nicht so einfach, wie du denkst. Es gibt Dinge, die sind schön und reizvoll, aber einfach nicht möglich. Ich schicke die Bewerbung noch heute ab. Es gibt sicher ähnliche Sachen im technischen Bereich, zum Beispiel Autospenglerin. Aber wenn du mich fragst... Ich frage sie aber nicht.